Hallo ihr Lieben, in Zusammenarbeit mit Spitz habe ich jetzt passend zur Erdbeerzeit eine leckere Erdbeersahnetorte. Man könnte sie auch Erdbeerquarktorte nennen, es ist nämlich ein Gemisch aus Sahne und Quark. Die Torte ist sehr erfrischend und nicht so deftig, weil sie eben nicht so süß ist, passt jetzt also perfekt zu dieser Jahreszeit. Für die leckere Quark-Sahne-Creme habe ich den Barbara-Sirup von Spitz benutzt. Und zwar ist das ein Erdbeersirup mit Rhabarber. Die Süße des Sirups kommt von den Erdbeeren und das leicht säuerliche vom Rhabarber. Schaut mal bei Spitz vorbei, denn es gibt eine große Vielfalt an verschiedenen Sirupen und Getränken, welche natürlich alle qualitativ sehr hochwertig sind. Vom Rohstoff der Getränke bis hin zum Endprodukt erfolgt alles regional, also in Österreich. Ich verlinke euch gerne den Shop und die Social Media Kanäle vom Traditionsunternehmen Spitz unten in die Infobox. Schaut also mal vorbei. Jetzt geht's los mit den Zutaten der leckeren Erdbeersahne-Quarktorte und das Rezept zum Nachlesen und Ausdrucken findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Für die Torte brauchen wir einen Biskuitboden und dafür benötigen wir Eier. Diese sollten Raumtemperatur haben, Zucker, Mehl, Speisestärke, zerlassene, nicht mehr heiße Butter, Vanillezucker, Backpulver und Salz. Zunächst werden Eier, Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Schüssel gegeben und mit der Küchenmaschine 20 Minuten lang weiß dickcremig geschlagen. Es ist wichtig, dass ihr die Masse lang genug schlägt, ansonsten wird euer Biskuitteig leider nichts. Falls ihr das mit einem Handmixer macht, kann es auch gerne mal 25 bis 30 Minuten dauern. Nun werden Mehl, Speisestärke und Backpulver in die Eimasse hineingesiebt und mit einem Schneebesen vorsichtig untergehoben. Zum Schluss kommt die zerlassene Butter hinzu und auch diese wird vorsichtig eingerührt. Der Teig wird dann in eine 26er Springform gefüllt. Diese solltet ihr vorher mit Backpapier auskleiden, aber die Ränder dürft ihr auf keinen Fall einfetten, damit der Teig an den Rändern schön hochwachsen kann. So darf der Biskuitteig nun bei 175 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 30 bis 35 Minuten backen. Bevor es weitergeht, sollte der Biskuitboden auf jeden Fall vollständig ausgekühlt sein. Dieser wird dann in drei Tortenböden eingeteilt. Für die leckere Quark-Sahne-Creme brauchen wir den Barbara-Sirup von Spitz. Diesen habe ich mir schon abgemessen. Wir brauchen gewürfelte Erdbeeren. Quark, völlig egal, ob ihr einen Magerquark oder einen ganz normalen verwendet. Hier habe ich mir schon Sahne aufgeschlagen und zwar mit Sahnesteif. Die Zubereitung ist sehr einfach. Zunächst werden Quark und Sirup miteinander vermengt. Den Sirup solltet ihr allerdings in drei Teilen hineingeben. Wenn alles schön glatt gerührt ist, wird die steif geschlagene Sahne darunter gehoben und fertig ist auch schon die leckere Erdbeersahnecreme. Der erste Tortenboden wird nun auf eine Tortenplatte gesetzt und mit einem hohen Tortenring umschlossen. Auf diesen Boden kommt dann etwas von der leckeren Erdbeerquarkcreme.
wird verstrichen und ein paar gewürfelte Erdbeeren darüber verteilt. Dann kommt der zweite Tortenboden drauf und wird wieder mit der Tortencreme eingestrichen, mit Erdbeerwürfeln bestreut und der letzte Tortenboden wird darüber geklappt. Auf den letzten Tortenboden kommt nur Creme, keine Erdbeeren. Die Creme wird schön glatt gestrichen und sollte nun erstmal 2 Stunden im Kühlschrank auskühlen. Nach der Auskühlzeit löst ihr den Tortenrahmen und streicht die Torte an den Rändern mit der Tortencreme ein. Bevor die Torte verzehrt und dekoriert werden kann, muss sie leider einmal über Nacht im Kühlschrank auskühlen, für mindestens aber 6 Stunden. Hebt euch auf jeden Fall etwas von der Sahnecreme auf, diese brauchen wir nämlich noch für die Deko. Am nächsten Tag ist es soweit, die Torte kann fertiggestellt werden. Ich habe den Tortenabschluss unten mit ein paar gehobelten Mandeln verziert. Mit der restlichen Tortencreme habe ich mir Tupfen auf die Torte gespritzt und das mit Hilfe eines Spritzbeutels und einer Sterntülle. Ein paar gewürfelte Erdbeeren habe ich auf die Mitte der Torte positioniert und dann habe ich mir noch ein paar Erdbeeren halbiert und diese über die Sahnetupfen gegeben. Fertig ist die Torte, diese kann im Anschluss direkt verzehrt werden. Fertig ist die leckere Erdbeersahne-Quarktorte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde es natürlich total freuen, wenn ihr dieses Rezept mal ausprobieren würdet und mir eure Bilder mit dem Hashtag CookBakery auf Instagram und Facebook schickt. Jetzt ganz viel Spaß dabei und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!